braucht Tauboga ihn nur jetzt für dieses eine Pokémon. Pass auf, jetzt kommt noch, wenn jetzt nochmal Top-Genesung kommt, dann habe ich es genau richtig getimed. Das dürfte dann perfekt sein. Weil dann hat er, glaube ich, keine mehr. Perfekt. Sauber. So wollte ich das haben. Ich hoffe, der hat auch eine Begrenzung von diesen scheiß Top-Genesungen, weil sonst... Sonst habe ich echt schlechte Karten. Lol. Also damit hat er bestimmt nicht gerechnet. Wir wollen da auch sicher gehen, dass meins überlebt, gell? Das Spiel kann ich auch spielen, mein Freund. Och, das gibt's doch nicht. Wie viel hat der davon? Das ist unfair. Flügelschlag. Puh. Schlaf, Bruder. Haha, wir sind so lustig. Ich bin Gary, es macht so viel Spaß, dich zu verarschen. Mann. Das ist das Final Battle und der denkt natürlich nur an Schlafbruder. Genauso wie Agathe mit ihrer Hypnose und Lorelei ihrem Todeskuss. Warum? Das nervt. Vor allen Dingen bewirkt es nicht mal was. Wenn ich mich die ganze Zeit neutralisiere. Ich darf sogar noch immer zuerst ziehen. Der kriegt immer eine übergebraten von mir. Nicht umgekehrt. Ja, jetzt bist du tot. Like I said. Oh, wow. Aber die wahre Prüfung kommt noch. Puh. Wenn ich nur an diesen scheiß Glubak denke, hey. Läuft mir der Schweiß von der Stirn. Dieses eine Glurak könnte mir jetzt alles versauen. Das ist schon schlimm genug. Level 61, ey komm, übertreib es nicht. Egal, du hast doppelten Schaden wegen Flug und Wasser. Aber das überlebt? Hoffentlich nicht. Danke. Welches Level ist Glurak dann mit 62? 64? Ist 10 Level höher. Minimum. Glurak so zu besiegen ist schon anstrengend genug. Donnerwelle erstmal. Das ist Pflicht. Nein. Bitte übersteh das, Blitzer. Blitzer, du bist mein Mann. Du bist mein Mann. Ich liebe dich. Oh. Oh, hey. Paralysiert. Donner. Bitte. Crit. Ja. Lol. Oi. Ai, 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 ai. Notbrand, ich hasse das. Tauboss kann zuerst ziehen. Tauboss müsste zuerst ziehen können. Du verfickter Penner. Scheiße. Zieh alles ab. Nein. Boah, danke. Nein! 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 Warum ich? Oh, verkackte Scheiße! Wieso? Jetzt kommt Feuersturm. Burn! Das zum Thema Burn It, Baby. Ich hasse dich, Glurak. Du bist mein Erzfeind.
Nein. Oh Mann. Das kann nicht wahr sein jetzt. Der burnt mir eins nach dem anderen weg. Donner, bitte, bitte. Ja. Win. Please. Win. 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 Ja. 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 So muss ich nicht fudeln. Spieler besiegt Champ Gary. Nein, das kann nicht wahr sein. Meine besten Pokémon sind geschlagen. Mein Siegeszug ist schon vorbei. Nach all den Anstrengungen, Liga-Champion zu werden? Das ist nicht fair. Next gewinnt 6300. Boah, ist das geil. Wieso? Wieso habe ich verloren? Ich habe meine Pokémon doch sehr sorgfältig aufgezogen. Verdammt, du bist der neue Champion der Pokémon-Liga. Aber ich gönne dir das nicht. Eich, Alexis. Du hast also gewonnen. Glückwunsch. Du bist der neue Champion der Pokémon-Liga. Du hast viel dazugelernt, seit du dich mit Bisasam auf den Weg gemacht hast. Alexis, du bist schon viel erfahrener. Eich, Gary, du hast mich sehr enttäuscht. Als ich hörte, du hättest die Top 4 besiegt, kam ich hierher. Doch als ich ankam, warst du der Verlierer. Gary, weißt du, warum du verloren hast? Du bist ein Versager. Du hast deinen Pokémon nicht genug Liebe und Vertrauen entgegengebracht. So wirst du niemals Sieger sein. Außerdem hast du keine 3 Sessions lang trainiert. So. Alexis, du hast begriffen, dass dein Sieg nicht allein dein Verdienst war. Doch, die Beziehung zu deinen Pokémon ist vorbildlich. Alexis, folge mir. Ciao, Versager. Bin ich asozial. Herzlichen Glückwunsch, Alexis. Das hier ist die Pokémon-Ruhmeshalle. Alle Champions der Pokémon-Liga werden hier für ihre Heldentaten ausgezeichnet. Zusätzlich werden hier all ihre Pokémon geehrt. Alexis, du hast hart gekämpft und die Herausforderungen der Pokémon-Liga bestanden. Alexis, du wirst gemeinsam mit deinem Pokémon in der Ruhmeshalle verewigt. Ah, Ehre, wem Ehre gebührt, sag ich nur. Hui! Aha! Ja, ein langer Weg war es bis hierhin. Und vor allen Dingen Nerven aufreiben. Juhu! Champ der Pokémon-Liga, herzlichen Glückwunsch! Das Muttersöhnchen heult sich aus. Aha. Theoretisch kann ich das ja jetzt eigentlich weiterlaufen lassen. Ich meine, wir machen ja eh noch ein bisschen weiter. Das mache ich jetzt auch, oder? Hui! Boah! Leck! Oh, ist das geil! Wenn ich es jetzt nicht schnell weiterlaufen lasse, dann kommt sowas. Boah, ey, komm. Kann man das nicht irgendwie unterbrechen? Ich will nicht mehr auf den Knopf drücken. Das ist... Komm schon. Lass mich. Ende. Ende am Arsch. Nix da Ende. Wir werden uns jetzt erstmal Mewtwo fangen und dann werden wir die nächsten Inseln erkunden. Da gibt's, glaube ich, noch was.
Boah. Boah, Moment kurz, ich unterbreche mal ganz kurz die Aufnahme. So, wieder da. Boah, das hat sich ja gar nicht gut angefreundet mit meinem Renderprogramm. So. Ach, da Aichi wieder. Ah, Alexis, du bist also zurück. Wie ist es denn um deinen Pokédex bestellt? Darf ich ihn sehen? Nein. Aha, du hast 54 gefangen. Es scheint, du würdest dich wirklich anstrengen. Wenn du mehr Einträge hast, musst du ihn mir erneut zeigen. Puh, ich bin jetzt der Champ, mein Freund. Ich brauch dich nicht. So, liebe Freunde. Ich werde an der Stelle hier speichern. Nach diesem famosen Speedrun bedanke ich mich jetzt erstmal fürs Zusehen, fürs Durchquälen bei der Pokémon-Liga. In der nächsten Session werden wir uns dann Mewtwo fangen und diese Inseln erkunden und eventuell das Let's Play dann auch da beenden. Ich werde das dann aber auch nochmal da ankündigen. Also, bis demnächst. Euer Safi. Hallo und herzlich willkommen zur vermeintlich letzten Aufnahme von Pokémon. Das ist ja jetzt schon fast durch. Wir sind neuer Champ der Pokémon-Liga. Und das wohlgemerkt verdient. Und haben ein saugeiles Team, wie ich finde. Wir haben uns super gehalten. Ja. Und was wollte ich jetzt noch machen? Also, was steht in dieser Aufnahme an? So, ich hatte mir... Scheiße, natürlich habe ich es vergessen. Hatte ich ja schon angekündigt, dass ich mir Mewtwo zulegen will. Und wo gibt es Mewtwo? Der es nicht weiß, in Azuria City, nachdem man Champ geworden ist, kann man dann dort in diese Höhle, wo dieser vermeintliche Typ vorher die Sicht blockierte. Also, okay. Habe ich jetzt eine Fail-Info? Oder ich habe irgendwas vergessen? Ich bin noch Champ. Was soll das? Was soll das? Ich habe auch einen Ruhmesalde-Eintrag, oder? Trainerpass. Vielleicht muss man mit dem sprechen. Ich weiß es nicht. Normalerweise ist er da immer weg. Der Störenfried, der. Der soll mal schön da weggehen. Das sehe ich gar nicht ein. So. Die Azuria-Höhle, dort leben extrem starke Pokémon. Nur außergewöhnlichen Trainern wird der Zutritt gewährt. Du musst stark genug sein, um der Pokémon-Liga-Champion zu werden. Und du solltest bereits Großes geleistet haben. Ich bin der Champ, du Flasche. Was soll der Mist? Lass mich da rein. Gibt's da noch was, was ich nicht erledigt habe? Moment, wo kann man nachgucken? Wo kann man nochmal den Ruhmeshallen-Eintrag nachlesen? Ach komm, ich habe keine Ahnung gerade. Ich glaube am PC war das. Guck ich mal fix da rein. Lex schaltet den PC ein, Zugriff auf wessen PC? Ja, doch. Hat das nicht gezählt oder was? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Das darf doch nicht wahr sein. Hat das nicht. Jetzt sag nicht, das hat nicht gezählt. Dann kriege ich aber einen Raster. Ah, nein, 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 nein. Ja. Ich will nicht nochmal in die Pokémon-Liga. Was will ich denn da? Ich habe da ja schon alles aufgeräumt. Urania City. Gibt nicht so ein Reichweite und Trainer. Ja. Das könnte ich auch mal ändern. Darf doch nicht wahr sein. Habe ich da wirklich schon was vergessen? Was habe ich denn vergessen? Ich habe keine Ahnung. Den Triebgas nicht so. Also irgendwie scheint da was nicht zu stimmen. Ich gehe mal kurz gucken. Ich weiß nicht, irgendwo da müsste ja Gary sein.